Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Big Baba 30, Donnerstag, Dönerstag. Und zwar haben wir heute wieder drei Stationen im Petto, hier in Kreuzberg, Balle. Den checken wir ab. Und dann checken wir natürlich auch Balle Tempelhof ab. Warum? Weil der ist neu erstens, zweitens hat Balle damals sehr gut bei uns abgeschnitten. Und wir wollen einfach mal testen, ob die Qualität noch so beibehalten wird. Weil uns ist wichtig, wenn wir was empfehlen, dass dann auch die Qualität bleibt. Weil wir hatten schon einige Läden, wo wir gedreht haben, wo wir da waren, sehr gut war. Und im Nachhinein haben wir gehört, oh, ist nicht so besonders. Und dann waren wir mal so privat da und da war es wirklich nicht gut. Und deswegen, wir wollen wirklich gucken, hat die Qualität gehalten. Und deswegen, ich würde sagen, wir gehen direkt rein hier. Aber rein ist gut, ist ein kleiner Container. Balle, Bergmannstraße, Kreuzberg, erste Station, auf geht's. In dieser Folge werden wir insgesamt drei verschiedene Dönerläden unter die Lupe nehmen, wobei einer von ihnen kürzlich einen Wechsel in der Geschäftsleitung erfahren hat. Außerdem kehren wir auf Wunsch der Community zu einem der bereits besuchten Läden zurück, um einen erneuten Qualitätscheck durchzuführen. Aiwa! Also ich liebe es ja, um diese Uhrzeit. Es ist ja, okay, aber die Uhrzeit ist schon übertrieben jetzt gerade. Wie spät ist es überhaupt? 11 Uhr 17, um genau zu sein. Ja, aber so 12 Uhr, Mittagszeit, 13 Uhr, die Dönerspieße, wie gesagt, es ist immer meine Empfehlung, Döner um diese Zeit zu essen. Aber, ganz ehrlich, so liebe ich das. So macht einen schönen Eindruck. Guckt euch das mal an, schön so. Macht einen netten Eindruck. Guck mal, und genau so, hauchdünn geschnitten, mit Messer, braun, so muss das sein. So muss das sein. Kräuterscharf, bisschen Chilipulver. Und Salat, Rotkohl und Zwiebeln. Du benutzt ja aber anderes Brot wie im Tempel. Ja, dann benutzt das Brot, was du machst. Und auch rote Zwiebeln, das macht Tempel gar nicht, die normale. Mhm. Das ist anders. Das ist schon mal gut. Auch der Salat sieht für mich top aus. So muss Salat auch für dünn aussehen. Aber ganz wichtig, einpacken und halbieren. Wir haben jetzt auch das Brot, das rindliche Fide, worauf du so stehst, Fabi. Ja. Ist halt anders, ne? Im Tempelhof hast du auch keine roten Zwiebeln, glaube ich. Das weiß ich nicht. Das werden wir gleich sehen. Aber ich bin gespannt. Das Fleisch kommt richtig gut durch. Mit den Soßen. Hat richtig geile Würze. Und guck mal, wir haben hier ein bisschen Karotten, ein bisschen Mais. Der Rotkohl ist ein bisschen säuerlich, Essig eingelegt mäßig. Also die Kombo ist wirklich geil. Also ich liebe genau so den Berliner Döner. Balle war ja schon immer eigentlich sehr stark, ne? Ja, aber ich muss sagen, ich habe nichts an diesem Döner auszusetzen, überhaupt nicht. Das Brot passt top dazu. Ich weiß, ich liebe dieses runde Fide gerade, ne? Auch der Querschnitt ist sehr gut. Ja, der ist geil. Der ist perfekt. So muss es auch aussehen. Fleisch schon geil. Diese scharfe Soße hat so eine geile Würze drin. Ich würde sogar richtig sagen, klassischer, typischer Berliner Döner. So wirklich 1A klassischer Berliner Döner. Das, was man sich vorstellt, unter Berliner Döner kriegst du hier. Aber Balle war schon immer eine bekannte Adresse. Ja. Wir haben auch früher so ein, kennst du noch, diese Rakete? Diese Dünum-Rakete. Halbe Meter Dünum. Unnormal schlimm. Also wie gesagt, ich finde den Döner richtig stark. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wer wirklich geilen Berliner Vibe haben will, ist das auf jeden Fall eine empfehlenswerte Döneradresse. Ja, unsere erste Station war ein Riesenerfolg, also ich bin mehr als begeistert. Mal sehen, ob der erste Balle, der erste ist ja Tempelhof, da wo alles entstanden ist, wo es früher diesen halben Meter Dürüm gab, da sind früher alle aus Berlin hingepilgert, um diesen Dürüm zu essen. Den hat man noch nicht geschafft. Und wir hatten den Laden mal sehr gut bewertet. Und wir wollen gucken, ob doch alles so ist, wie es war. Und machen uns direkt auf den Weg zur Station Nummer 2. Erste Station auf jeden Fall sehr, sehr stark. So, unsere zweite Station in Kreuzberg, Tadem. Tadem hatten wir auch schon mal irgendwann mal vor einem Jahr gedreht. Aber hier Tadem ist auch so ein krass bekannter Laden in Berlin. Und hier ist Japrak, für alle, die mal wieder Japrak wollen. Aber warum wir heute wieder hier sind, ist neue Bewirtschaftung. Das heißt, der Laden wurde verkauft. Und neuer Besitzer ist drin und deswegen müssen wir den abchecken. Und wie gesagt, es ist Japrakfleisch, einer der beliebtesten hier in Kreuzberg, mit Hasir zusammen vorne und wir gehen rein, checken direkt ab. So, jetzt sind wir hier, auf jeden Fall eigentlich alles noch so wie es war,
Ich glaube sogar, das Brot wird hier selber auch gemacht, auch die Mediumrolle. Alles wird frisch gebacken. Aber das war ja damals schon, oder? Hä? War damals ja auch schon, oder? Genau, ich meine, das Konzept ist immer noch dasselbe, nur dass neu bewirtschaftet ist. Aber machst du uns ein. Sollen wir Dürüm mal nehmen? Was anderes? Abwechslung? Ja, ja. Ein Dürüm? Aber das Fleisch sieht richtig heftig aus. Oh, schön, knusprig, lecker. Viele bieten die auch an. Das war damals aber nicht, ne? Was? Viele? Weiß ich nicht. Aber auch wird wahrscheinlich frisch gebacken. Viele mit Döner. Viele mit Döner, ja. Könnte geil sein. Ist geil, auf jeden Fall. Besser geht's nicht. Du bestellst ein Dürüm, das Brot wird frisch gebacken, sieht auch sehr, sehr geil aus. Und dann noch hier geiles Herplagfleisch. Also wenn der jetzt nicht abreißt, weiß ich auch nicht. Wo noch die alte Bewirtschaftung war, war das Problem, die haben zu wenig Fleisch reingemacht. Musst du extra bestellen. Genau. Und das ist jetzt, guck dir das mal an. Aber nur ein bisschen Zwiebeln, ein bisschen Tomate. Riesenteile. Ja, also die neue Bewirtschaftung macht einen echt guten Eindruck. Also ich muss ehrlich sagen, guck dir mal an, es hat nichts mehr mit dem alten Tandem zu tun. Ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr beeindruckt. Das Brot frisch gebacken auf Bestellung, Fleisch macht einen mega Eindruck. Oh, Herplack ist schon was Geiles, Alter. Ich habe jetzt eine Weile nicht mehr Herplack gegessen. Herplack ist schon die Weltmacht. Das Dürümbrot, 1A. Dieser intensive Fleischgeschmack mit den schönen Röstaromen. Die Soße greift gar nicht an. Die ist ganz, ganz dezent im Hintergrund. Man kann mich reinhängen. Ja, das mit Brot selber machen ist schon was Geiles. Brot selber machen, dazu diese geile Fleischqualität. Ist unglaublich. Unglaublich. Also ich würde nicht mal Döner hier essen. Ich weiß jetzt nicht mit dem Dönerbrot, wie die es machen, ob das auch so gut machen. Aber ich würde immer dieses selbstgemachte Dürüm nehmen, das passt. Weil es ist dezent im Hintergrund, das Fleisch ist im Vordergrund. Und dann hast du diese geile Röstaromen, Fleischgeschmack, so intensiv. Die Soßen minimal im Hintergrund, die bemerkst du kaum. Brutal, brutal. Also hier kommt jetzt öfters hin, ich schwöre dir. Das ist geil mit diesem hauchdünnen Dürümbrot. Das Ding ist halt, du merkst das Fleisch dadurch extrem doll. Nicht wie beim Pide zum Beispiel, du hast ja da dickeres Brot, es kommt gar nicht so durch. Ich glaube, das ist perfekt für das Fleisch. Ja. Das Fleisch sogar so saftig, ich finde, da müsste gar keine Soße drauf. Das ist. Ja, könnte man locker ohne Soße essen. Das ist geil. Das Ding ist das komplette Gegenteil von dem, was wir damals hatten. Ja. Vom Fleischding her, ne? Wir hatten davor echt mies helles Fleisch. Und das ist jetzt schön knusprig durch. Du merkst das einfach. Man muss so sagen, davor haben wir Döner getestet, das Fleisch kommt deswegen sogar noch krasser. Da kommt man echt wieder auf den Japan-Geschmack rein, ja? Also ich bin sehr begeistert, das ist wirklich neue Bewirtschaftung, hat sich hier gelohnt. Also heftiger Dürüm, nur zu empfehlen. Zum Glück sind wir nochmal hergekommen. Also wenn ich hier vorbeifahren würde, Dürke, spontan, würde ich direkt hier rein mit Dürüm mitnehmen, dann haben wir das zu Hause. Auf jeden Fall, Tadim. Cottbuser Tor. Jetzt, so wie der ist, nur zu empfehlen. Checkt ab. Wir genießen noch in Ruhe unseren übertrieben krassen Dürüm und machen uns gleich auf den Weg zur Station Nummer 3. So, angekommen an der dritten Station. Wieder Balle. Aber hier sind wir, weil wir wissen wollen, ob es wirklich noch so gut ist, wie wir es im Ranking haben. Ich würde sagen, es ist heute arschkalt, es regnet. Direkt rein, Döner bestellen. Oh, 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 guckt euch diesen Spieß an. Da hängt ein Mensch. Alter, was ist das für ein Spieß? Guckt euch das mal an. Dann mach ein Hähnchen, ein kalt. Ja. Optisch wieder immer noch einen schönen Eindruck. Schöne Salatbar, ausgefallen. Guck mal, Bohnen, Karotten, Mais. Aber der Spieß ist immer noch so wie früher. Das ist ein brachialer Spieß, Alter. Als wenn eine ganze Kuh da dran hängt, Alter. Kalbfleisch, wie gesagt, ich nehme immer nur mit Rotkohl und Zwiebeln. Optisch auf jeden Fall schon mal Top-Eindruck. Sieht richtig gut aus. Sieht auch so aus wie nach davor aus. Ja, ja. Auch leckeres Sesambrot. Bei Balle immer wieder dieses säuerliche Essig-Rotkohl. Immer wieder überall so. Aber man muss ehrlich sagen, Balle war früher wirklich eine Institution. Früher war Balle heftig in Berlin.
Der einzige Unterschied hier zum anderen Balle ist das Brot. Aber ansonsten, ich muss ehrlich sagen, Balle hatten, obwohl früher so Hype war, ich kann sagen, der ist immer noch stabil. Immer noch sehr, sehr stabil. Fleisch kommt gut durch. Vor allem die krassen Berliner Soßen, Chicken Döner. Hier habe ich jetzt nur mit Zwiebeln, Karotten und Mais. Wir sehen wieder hier das leckere Sesambrot. Aber hier hat das Chili-Pulver schon Power. Ja, scheiße, so krass. Chicken habe ich noch nie hier gegessen, aber ich muss ehrlich sagen, krass, das Chicken Döner ist auch heftig hier. Hätte nicht gesagt. Also Balle hat auf jeden Fall bestanden. Vor allem hier ist das Fleisch schön im Vordergrund. Die Soßen sind richtig typisch berlinerisch. Der Salat ist frisch, der Rotkohl schön eingelegt, säuerlich, ich mag das. Brot ist gut ausgewählt. Egal was andere sagen, Wandel ist für mich super. Also hat bis jetzt immer, wenn wir da waren, gut abgeschnitten. Und ja, brauchen wir nicht mehr zu prüfen. Auf jeden Fall, Balle ist und bleibt ein stabiler Berliner Döner. Vielleicht sogar manchmal, würde ich sagen, unterschätzt. Aber ich finde diesen gut. Ja, aber jeder, eigentlich fast jeder Berliner kennt Balle. Ja, ja, kennt gut, auf jeden Fall jeder. Aber ich finde, ganz ehrlich, früher hat es richtig Hype gehabt, aber mittlerweile kann ich sagen, ey, das hat nicht nachgelassen. Der Geschmack ist immer noch gut. Das Fleisch ist gut, die Soßen sind gut. Also ich muss sagen, aber Balle ist auch damals, zum damaligen Zeitpunkt, sehr exportiert und dann wieder haben die ihre Läden wieder aufgegeben, nach und nach. Genau. Da war ja dann mit einer der einzelnen Standorte, bis dann wieder neue aufgemacht haben. Aber jetzt ist auf jeden Fall, die beiden, die wir heute waren, haben richtig abgeliefert. Also starke Berliner Döner. Das Fleisch ist perfekt auf den Punkt abgeschnitten, perfekt gegrillt. Du hast ein richtig geiles Röstaroma drin, ne? Hier bin ich jetzt gespannt. Also ich muss sagen, in letzter Zeit habe ich das Gefühl, dass dieses Chicken-Ding doch schon sehr, sehr intensiv geworden ist in Berlin. Schmeckt auch wieder anders wie die anderen Läden. Also es hat auch wieder seinen eigenen Touch drin. Gerade bei Balle ist diese Soßen, die sind so heftig. Intensiv. Ich würde sagen, ich hänge mich jetzt weit aus dem Fenster. Ich würde sagen, Balle und Pamphila sind einer der Läden, die die Soße krass haben. Also Balle ist schon was die Soßen angeht, ist geisteskrank. Ja, gerade die Kräutersoße, scharfe Soße und so. Weil hier ist auch die scharfe Soße wirklich scharf. Ja, ist ja bei Pamphila auch so, geht auch diese Power hinter. Und so müssen Soßen auch sein. Gerade hier bei dem Chicken fand ich noch geil, muss ich tatsächlich ein bisschen revidieren. Mit dem Sesam oben drauf und diesen Hähnchen einfach ultra geil. Dieser Käse kommt auch sehr schön salzig mit dazu. Ich finde diese Karotten passen auch sehr gut dazu. Geil, ist so ein bisschen underrated irgendwie. Viele haben gesagt, ey, probier mal bitte nochmal Balle. Habe ich jetzt gemacht. Brauche ich nicht mehr, ich weiß, Balle ist gut. Da gibt es keine Diskussion für mich. Geiler Berliner Döner, ob erste Station, wo wir waren, oder diesen Balle, top. Und Tadim, die neue Bewirtschaftung, hat sich echt gelohnt. Fleisch war wirklich bombastisch, das selbstgemachte Brot. Also heute haben wir echt eine gute, leckere Döner-Tour gehabt. Und ja, das war vorerst die letzte Döner-Tour. Wir werden nächste Woche, bin ich in einem sehr, sehr, sehr beliebten und bekannten Dönerladen, wo ich arbeiten werde, hinter die Kulissen schauen werde. Das wird noch kommen. Ansonsten Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Peace.